Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme von Let's Play bla 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 von Minecraft Together. Und wie ihr schon sehen könnt, befinden wir uns in der Minecraft Beta Version 1.3.01. Und da ich bestimmte Mods installieren musste, um meine Let's Show Welt wieder voranzutreiben, habe ich ein anderes Texturenpaket jetzt auf die Schnelle gewählt. Vorher habe ich immer ohne gespielt, aber weißt du was, wir machen das schnell da wieder aus. Das geht leider nicht. Denn irgendwie ist es im Moment nicht kompatibel, das Misa HD Texturenpaket, das ich sonst drin habe, mit den aktuellen Mods, die ich drin verwende. Und aus diesem Grund spiele ich halt im Moment ohne. Und ich habe auch im Moment geht auch der Server nicht, deswegen können wir, ich glaube, wir spielen schon seit 4 Tagen nicht mehr auf diesem Server, weil es eben nicht geht, da der Bucket überhaupt im Moment noch nicht fertig ist oder so, oder einfach ich zu doof bin, um zu schauen oder so. Und deswegen habe ich halt die Welt hier rüber kopiert und euch einfach mal zeigen, um zu zeigen, was wir halt bis jetzt so weitergemacht haben. Ich weiß jetzt auch schon gar nicht mehr, was ihr als letztes gesehen habt, aber es hat sich was geändert. Ich nehme mal vorsichtshalber hier ein paar Sachen mit. Zack. Und zack. Und zack. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Allerdings. Zack. 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 Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob ihr das schon gezeigt kennt. Also, ich gehe jetzt einfach mal. Haben wir da noch Fackeln dran? Nö. Habe ich da noch Fackeln drin? Eine. Ah, eine unendlich. Das war für meine... Ah ja, das sage ich euch nicht, das zeige ich euch. Genau. Also. Es sieht jetzt hier in den ganzen Grafiken nicht so besonders toll aus, aber ich zeige es euch jetzt einfach trotzdem. Also, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, das ist meine kleine Farming-Mod. Mein Getreidefarm. Einfach, ja, kurz und bündig gesagt. Aber das ist jetzt auch nicht so besonders. Also wir haben jetzt mittlerweile so Lampen. Also ich habe so Lampen daraus gemacht. Und ich habe auch hier Glas drauf getan, weil immer diese blöden Schweine immer darauf gegangen sind. Und dann reinkam. Aber etwas ganz was Neues, was ich natürlich gehackt habe, aber was trotzdem ein bisschen lustig ist. Oder besser gesagt praktisch ist, weil wir jetzt schon... wir wollen jetzt wieder öfters mit Zombies spielen. Einmal haben wir es bis jetzt schon gemacht. Und da habe ich mir gedacht, bauen wir uns eine kleine Fleischfabrik. Und diese Fleischfabrik funktioniert eigentlich ganz einfach. Hier kann man sehen, dass schon ein bisschen was gekommen ist. Und hier sieht man quasi, wie es funktioniert. Hier sind Schweinespawner. Die fallen hier dann runter, sterben durch die Lava und ihr Zeug tropft nach unten. Und ja, simpel und doch genial. Ja, zack, und hier kommt schön das Fleisch dahergedackelt. Also es funktioniert ganz gut. Zwar auf dem Multiplayer-Server zwar nicht so gut wie jetzt hier im Singleplayer, weil dadurch einfach ein paar Schweine nicht sterben. Die hängen ganz unten drin, aber die sterben dann irgendwie nicht. Aber seht schon hier, das ist übelst viel Fleisch, was man da bekäme. Okay. Dann gehen wir weiter. Zu unserem, besser gesagt, zu dem Haus, das Xaver gebaut hat. Was ist denn das? Was hat denn er da schon wieder hingetan? Lalalala. So. Und zwar zu einem Haus, das der Xaver gebaut hat. Und zwar, was hat denn der da alles für einen Scheiß gemacht? Dieses Glashaus, das sieht hier in diesen normalen Texturen ziemlich scheiße aus. Aber wie man sehen kann, er hat auch einiges an Holz. Hat es im Moment eigentlich noch nicht so viel Nutzen, außer hier oben ist quasi sein, ja, Kack irgendwie, was weiß ich, hier wohnt er ein bisschen,
Klaus hat da genug. Und unten, da kommt, haben wir jetzt bis jetzt erst einen Teil eingerichtet, und zwar eine Kaktusfarm. Die habe ich gemacht und die funktioniert auch ganz gut. Man sieht hier immer schön, die Kakteen werden hier durchs Wasser herangetrieben. Hier kommt gerade wieder ein Kaktusteil angeschwemmt. Und man sieht quasi, da ist wieder eins dahergekommen. Und die treibt quasi alle daher und kommen dann alle da unten raus. Und dann muss man bloß hergehen und dann eben die Kakteen aufsammeln und reintun. Simpel, aber gut. Das da oben, das bräuchte man eigentlich nicht, das ist einfach nur zur Schau. Okay, jetzt mache ich mal kurz die Musik doch mal wieder ein bisschen leiser, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ihr mich hört. Oder ob ihr mich überhaupt hören wollt, das ist das andere. Aber dann hättet ihr wahrscheinlich das Video nicht eingeschaltet. Okay. Da hat sich eigentlich auch nicht viel getan, außer dass ich das jetzt hier noch ein bisschen zugemacht habe. Okay. Dann kommen wir mal zum nächsten. Ist das oben? 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 Ne, ich glaube, das ist nicht oben. Oben. Das heißt, hier sind wir eigentlich schon wieder so gut wie fertig. Glaube ich. Ja. Dann gehen wir mal zu einer nächsten Baustelle, die jetzt eher eigentlich mich betraf. Allerdings habe ich da auch sehr oft an die Welt immer so, wenn er oft ging, ich in meinen, quasi, zu meinem normalen, also in Offline, rüber kopiert, mir den Diamant-Handschuh gemacht, also die Ultimate Fist, die im Moment auch wieder nicht geht. Denn er hat erst einmal die ganzen wichtigen Mods wieder auf die Beta 1.301 hochgepatcht, damit man überhaupt wieder die Welt spielen kann. Weil ich konnte am Anfang die Welt, also meine Let's Play-Welt, Let's Show-Welt, nicht spielen. Und deswegen hat er erstmal die Flottgeld und so, das war der Grund, warum ich die nicht spielen konnte. Okay, und ich schätze, der Handschuh kommt dann auch bald wieder. Auf alle Fälle habe ich halt dann hier mir eine kleine U-Bahn angelegt, die allerdings noch nicht so ganz funktioniert. Ich wollte nämlich eine vollautomatisierte U-Bahn machen. Also einen Bahnhof. Grundgedanke eigentlich ganz okay und auch funktionierend. Allerdings, was ich nicht bedacht habe, ist, dass denn normalerweise soll hier dieses Minecart, das soll normalerweise immer pausenlos fahren. Es wird es auch, es wird auch nie stehen bleiben, allerdings, wenn man eben zu weit, das tut man oft, auf dem Multiplayer dieses Areal hier verlässt, dann bleibt das Minecart stehen. Und es fährt dann nicht mehr wieder weiter, wenn man wiederkommt. Und das ist das Hauptproblem. Denn wenn man eben, wenn das so laufen würde die ganze Zeit, dann wäre es überhaupt kein Problem, denn hier stecken quasi immer die ganzen Minecarts, im Moment nur drei und so. Und quasi, wenn ich dann, vorne habt ihr so eine Platte gesehen, draufsteckt, dann changed diese Weiche auf hier und das Minecart fährt hier hoch und nimmt quasi hier das unterste Minecart mit und die anderen fallen einfach nur eins durch. Das fährt dann hier entlang und weil das ja eh jetzt hier nur so eine Welt ist, kommt es dann hier wieder raus und fährt dann hier in das Wasser rein und dauert halt zwar dann schon eine Zeit, aber es ist auf alle Fälle besser als wenn man dann immer so einsteckt und dann so wegleckt und dann steht das Minecart irgendwo hinten. Und zurück geht es natürlich genauso wieder. Da fällt es hier runter. Doppelbooster. Kommt hier vorne an. Geht hier wieder hoch. Hier ist auch nochmal ein Booster, weil ich nicht riskieren wollte, dass es stehen bleibt oder so. Aber im Moment funktioniert das eh nicht. Da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Und dann fällt es halt wieder hier auf die anderen drauf. Im Moment passen eigentlich nur drei oder maximal vier, denke ich, rein. Aber ist ja eh sinnlos. Okay, was haben wir hier drin? Sehr viele Steine. Wow. Ein Minecart brauchen wir. Ah, wohl, im Moment müsste es gehen. Also ich kann euch jetzt mal den Grundgedanken zeigen. Sobald man hier auf diese Platte draufsteigt, muss man warten. Und dann, sobald das erste Minecart da ist, kann man wieder runtergehen. Weil das fährt ja auch dann eine Zeit, bis es quasi das zweite wieder nimmt. Dann ist hier drin das Minecart. Man kann hier dann noch... Also auf normalem, so wie jetzt im Singleplayer, ist es vielleicht nicht ganz empfehlenswert, weil es doch schon einige Zeit dauert. Ich schätze mal so 45 Sekunden oder so. Oder 30. Oder so, keine Ahnung. Aber auf dem Server ist es eigentlich ganz praktisch, weil es eben sehr oft und sehr bescheuert leckt.
Okay. Quasi das Minecart treibt hier nach vorne. Das tun wir mal kurz ein bisschen boosten. So von Hand. So lalalala. Und dann hocken wir uns rein. Und dann werden wir quasi bis zum Wasser hier angeschoben. Und dann zack. Kommt das Minecart in. Kommt der Booster zum Einsatz. Und dann fährt man und fährt man und fährt man. Und diese U-Bahn. Oh, da habe ich noch ein Loch. Das quasi geht quasi zu einem Haus, das ich gebaut habe. Hier sind noch überall die Einstiegsluken. Die kommen dann auch mit der Zeit noch weg. Und ich weiß noch nicht, ob ich Glas oben hin mache. Vielleicht eventuell. Mal schauen. Und da glaube ich geht noch. Nee, das passt so. Und hier sind wir im Moment auch dabei, hier eben quasi dann die andere Seite zu bauen. Hier war überall Dreck oder so. Hier kommt quasi ein Gladstone rein. Und tja, auf dieser Seite war es ein größeres Problem eigentlich noch fast. Denn ja, so richtig funktionieren tut das noch nicht. So, und ich Trottel habe natürlich vergessen, mir Holz mitzunehmen. Deswegen werden wir uns da mal kurz ein bisschen Holz mitnehmen. Ja, das soll reichen. Zack, 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 zack. Wir bauen uns jetzt hier ein Boot, setzen das Boot hier rein und fahren wie schon gewohnt mit dem Aufzug nach oben. Und dann sind wir hier oben angekommen. Und das Boot müssen wir leider wieder zerstören und hier auf das Zeug, da komme ich verzichten. Und ja, hier sieht man schon, hier sind wir in meinem Wolkenhaus, Wolkenschloss. Hier habe ich ein bisschen Wasser. Gehen wir mal ein bisschen da weg, damit man da ein bisschen was sieht. In der Nacht ist es natürlich sehr praktisch. Aber hier ist quasi mein Wolkenhaus oder mein Glashaus, was wie auch immer. Denn sehr viel mit Glas gebaut. Und es ist auf einem sehr schönen Vorsprung entstanden. Und zuerst hatte ich da Glas drin, aber dann eben musste da das weichen. Und es ist eigentlich eine sehr schöne Aussicht, wenn man nicht gerade dieses bescheuerte Texturenpaket drin hat und es Tag ist, soll, wäre. Und um euch dies zu demonstrieren, mache ich mal kurz einen Stopp und wir sehen uns dann, wenn es Tag ist. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Nicht, dass ich jetzt dann hier 10 Stunden warten muss. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Wo steht der Mond? Ach, der geht bald unten unter. Ach, das rentiert sich jetzt gar nicht mehr. Jetzt zeige ich euch hier lieber noch kurz die provisorische Brücke, die ich gemacht habe. Die geht einfach hier so rüber, voll, oder? Und da spawnen ab und zu mal Viecher. Auch ganz nett. Und ja. Mach hinne. Jo, wo? Dabei kann ich euch noch irgendwas anderes erzählen. Ach ja, schade, das ist auch ganz praktisch, dass die Wolke genau unten drunter geht. Das Problem ist, das ganze Glasteil bringt halt an und für sich jetzt nicht so viel, wenn Wolken da sind, denn es, die Wolken verderben ja ein bisschen die Aussicht, würde ich jetzt mal so sagen. Oder? Oder nicht? Doch. Okay, und wenn es jetzt nicht bald Tag ist, also Tag, dann... Also, Tag. Und plötzlich ist es Tag. Was für ein Zufall. Wie kann denn das sein? Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt sehen wir wenigstens das Haus. Mit diesem Sonnenaufgang hinter der Glasfront über den Wolken. Die Sonne geht auf in einem Kästchen, das aussieht wie ein Würfel. Dann, also hinter einem Würfel befindet sich ein... Eine Fläche, die aussieht wie ein Viereck. Ja. Also, das hat es jetzt vollgebracht hier. Also man würde schön viel von der Aussicht sehen, wie gesagt, wenn erstens die Wolken nicht da wären und die Sonne scheint. Das eine geht leider dann auch, also es funktioniert leider nur, wenn beides zutrifft.
Und diese scheiß Wolken scheinen auch nicht jetzt so allzu schnell weniger zu werden. Aus diesem Grund werden wir uns jetzt mal kurz noch zu einem Achso, das gibt's jetzt gar nicht mehr. Fuck. Mhm. Denn früher... Ach ja, hier kann man vielleicht noch ein bisschen was sehen. Denn früher war hier ein einziger Wasserabgang. Und hier sieht man ein bisschen, wie groß das Teil eigentlich auch ist. Hier war bloß ein einziger Wasserabgang, sage ich jetzt mal. Und der führte dann in diese unterirdische Höhle, wie ich ja einige habe, Räume rein. Ich habe den jetzt im Moment mal offen gelassen, aber eigentlich ist er halt sinnlos. Ich musste den da so zumachen, weil sonst würde man jedes Mal mit dem Boot da reinfetzen. Tja. Und... ich hoffe, jetzt sind die Wolken weg. Flup. Das war. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen falsch. Oh Gott. Ja, hier sieht man ein bisschen was. Achso. Die Wolke kommt von da. Wie gamely ist denn das? Aber man würde was sehen, wenn keine Wolken da wären. Ja, oder ich das andere HD-Texturenpaket drin hätte. Dann würde man auch einiges sehen. Ist da noch wieder dran? Ich schätze mal Holzkohle. Was? Kohle? Wer Trottel tut denn da Kohle rein? Kohle. Auch nur noch Schrott drin. Und hier auch noch ein bisschen Wolle. Jo. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder hinunter. Also, es war jetzt völlig. Ah, hier bin ich rausgekommen, als ich um die Kurve gebuttelt habe. Und so. Jetzt drive mal wieder back. Ja, das war ja ganz toll. Wie gesagt, das hier ist noch nicht ganz ausgereift. Das braucht noch. Oh Gott, Kind. Wer designt denn so einen Scheiß? Graffel. Okay. Hä? Ach. Oh Gott, ich bin so dumm. Ich habe die Booster. Weil ich musste das Ganze hier verlängern. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Dann müssen wir das kurz anders machen. Für die Schienen 1, 2, 3. Und jetzt die Minecraft zurück. Zurück sollst du gehen. Zump. Und solange 1 dort bleibt, wird es mir eigentlich schon reichen. Ach, das darf ja wohl nicht wahr sein da. So. Flup. Jetzt muss es eigentlich reichen. Jetzt drive mal wieder zurück. Die Türen, die ihr seht, das sind immer so kleine Nebenräume. Die befinden sich einmal hier eben, wo wir gerade gesehen haben an der Seite, und dann einmal da vorne. Die kann ich euch auch gleich nochmal kurz zeigen. Hier musste ich einen weiteren Booster einbauen, weil wir sonst nicht mehr zurückgekommen wären auf dem Server. Und wie ihr es schon seht, hier befinden sich eigentlich nur Kisten mit Steinen, die sich eben ergaben und halt ein paar gehackte Sachen, also unendlich Holz, Fackeln, Steine, die unendlich sind, Kohle, wow, warum lasse ich die da? Kies, das unendlich ist, quasi für die Dinge, und früher war hier mal, noch ein Booster zum Zurückfahren, als ich quasi den ganzen Teil nur quasi bis hier vorgebaut hatte und diesen ganzen Track noch nicht. Konnte man dann quasi mit diesem Booster wieder zurückfahren. Aber den braucht man eigentlich mittlerweile nicht, weil sonst steigt man halt einfach wieder hier zu. Und normalerweise fährt man halt sowieso ganz durch. Ja. Ja. Und Höhlen haben auch schon wieder einige schöne große gefunden. Also das ist wirklich wunderbar.
Das ist eben, wie gesagt, das Problem, das wir halt im Moment haben. Also ich hier, ist halt, dass das nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dass der quasi, wie ich das quasi machen soll, dass quasi, weil ich, bla 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 bla. Der bleibt halt dann immer stehen, wenn man zu weit weg ist, und dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Das ist natürlich dann schade. Und ja. Okay, jetzt zeige ich euch nochmal kurz, obwohl wir vorher schon eigentlich drüben waren und das Intelligenter gewesen wäre. Intelligenter. Gehen wir nochmal kurz nach drüben, während die Musik wieder einsetzt. Also ich finde es schrecklich, mit diesem Text, mit diesen Texturen zu spielen. Es ist Wahnsinn. So, wir versuchen nochmal unser Glück in unserem Aufzug. Haben wir da noch Boote drin? Ja, die glaube ich habe ich mit meinem Holz wieder gemacht. Und hier steigt man immer falsch rum ein. Ich habe keine Ahnung wieso. Warum steigt man hier? Und wieso dreht sich das Boot da falsch rum? Im anderen Aufzug, da funktioniert es auch. Und hier kann man ja lassen, weil es funktioniert ja hier eigentlich ganz gut. Sind ja hier nicht auf dem Server, wo man nicht gescheit aussteigen kann aus Booten. Und ja, hier sieht man seinen Wald. Da hinten sieht man ein bisschen meinen Wald. Wow, die Schäfchen kraxeln hier ganz schön fleißig rum. Und hier sieht man ein bisschen das Haus. Das sieht ja auch ziemlich fett aus. So, und hinab geht's zu unserem Steinhaus, das ihr natürlich schon kennt. Also Steinhaus, das Haus, das halt im Berg drinnen ist. Da haben wir jetzt mittlerweile auch noch ein Lavafleckchen. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ne, mir kann nichts passieren, wenn ich die gehackte Rüstung an habe. Okay. Wollte ich nur mal so testen. Und ja, hier seht ihr mal, was wir so schon, was ich schon so gefunden habe. Ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen. Allerdings ist das nicht alles. Das hat hier da nicht mehr hingepasst. Hey cool, 32, genau die würden genau passen zum Schmelzen. Redstone habe ich dann auch nicht mehr mitgenommen. 12, er schuldet mir immer noch 2 dieser Doodle-Honk. Jetzt 2. So. Tja, damit hast du es nicht gerechnet. Jetzt habe ich 14 und du 12, du. Nee, er hat dafür 10 Eier, dieser Sack. Kohle, Sand, Stein, Eisen, Holz. Ah ja, Holz habe ich auch ein bisschen was. Einmal hier die komplette Leiste voll gemacht. Und das andere befindet sich noch drunten. Hier habe ich jetzt auch angefangen. Hier habe ich noch restliche Kohle reingetan. Und auch hier noch Eisen. Weil, wie gesagt, nichts mehr Platz gehabt hat. Hier habe ich meine ganzen Lava-Eimer. Und hier ist dann eigentlich nichts mehr. Nee. Aber wie ich euch mal vielleicht kurz demonstrieren kann. Befindet sich ja hier hinter eine Höhle. Es wurde hier bloß alles schön künstlich zugedingensten. Und damit ich jetzt hier hochsteigen kann, setze ich eine Kiste, was total viel bringt. Und wie man hier schön sehen kann, musste immer dazwischen drin das wieder aufgemacht werden. Ein böses Vergehen. Und hier habe ich den Raum gleich an und für sich größer gemacht, dann passt das. Okay, jetzt gehen wir nochmal kurz nach hinten. Lalalalala. Keiner hat was davon gemerkt. Ah. Und hier seht ihr schon meinen fetten Wald. Ich glaube, wir machen uns jetzt mal einen Spaß daraus. Ja. Machen wir uns mal einen Spaß daraus, hier den Geheimgang zu nehmen. Und einfach mal, nicht das, was ihr jetzt denkt, ja, sondern wir machen jetzt mal was ganz was Hinterhältiges. Wo sind die Eimer? Einen Eimer Lava zu nehmen. Ach komm, wir nehmen 2. Obwohl wir plus 1 verwenden. Und dann werden wir diesen Eimer Lava da hinunterlaufen lassen und dann lassen wir das ganze Zeug da unten abfackeln. Flup. Flup. Okay. Top. Die Wette gilt. Ich habe gleich die Angst ein bisschen, dass das da gleich abbrennt, aber
Der Zaun kann ja nicht brennen. Komm, wir graben, bauen uns jetzt hier so nach oben. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Okay, wie weit sind wir schon? Brennt schon irgendwas? Ich will sehen, wie es brennt. Aber es ist gut, dass es jetzt Nacht wird. Einmal hat es sogar was richtig gemacht. Brennt es schon? Brennt es nicht? Fängt es an zu brennen? Wenn ja, wann? Kann es überhaupt brennen? Wenn nein, wieso? Brennt es da schon? Ah, jetzt brennt es. Es ist Feuer und Flamme. Lol, brennt es. Alter Mann. Wie schnell hat sich jetzt das da unterirdisch ausgebreitet? Nein, mein ganzer Wald. Alles ist down. Auch die scheiß großen Bäume. Und ich schätze, mein Haus geht da auch drauf. Aber auch bloß so bestimmte Teile. Denn zum Beispiel diese Dachrippen da können ja nicht. Sieht man richtig schön, wie die ganzen Bäume gestanden sind. Hey, da gehört aber noch was weg, da, der Baum da, gell? Und mein Haus brennt nieder. Und die eine Kuh, ich muss sie retten. Nein! Oh, lol. Nein, stirb nicht! Nein! Hugo! Tja, Hugo ist tot. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Hugo ist tot. Nein. Hugo ist tot. Warum? So. Ich will aufhören zu brennen. Oh, ich bin so heiß. Ich brenne gleich 3 Stufen nach oben. Hallo? Ah, danke schön. So, was ist von unserem Haus übrig geblieben? Wow. Cool. Oh nein. Haha, ein Holz hier löschen. Nicht mal das bringt der zusammen. Noobs. Wow. Ist jetzt eine Tür in die Lava rein. Eine Holztür. Und ihr passiert... Nein. Nein. Jetzt ist sie weg. Aber hier seht ihr nochmal ein bisschen Holz. Okay, das ist doch nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Ein paar Sprösslinge. Und hier unten. Oh mein Gott, der hat sogar die Leitern verloren. Oh mein Gott. Aber im Prinzip ist es wieder ganz leicht, alles hier aufzubauen. Wow, zwei Holzblöcke haben sie übersehen abzureißen. Es ist wirklich erbärmlich von ihnen. Okay, mein Haus steht noch ganz gut. Und mit diesem Anblick möchte ich diese Aufnahme hier jetzt mal ganz dezent auch wieder beenden. Ich hoffe, oder ich würde mir wünschen, wenn ich das als wieder als Titelbild verwenden könnte, denn dann wäre es mit Sicherheit interessant. Stehen wir so her. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Together-Aufnahme. Ich hoffe, dann läuft der Server schon wieder eine Woche. Und ja, bis denne.